Was machst du eigentlich, wenn heute Abend dein letztes Stündchen geschlagen hat? Die haben alle Angst vorm Tod. Und das sage ich euch als Pastor, der wie gesagt 10 Jahre Notfallseelsorge noch nebenbei gemacht hat, der viele Leute auf der Intensivstation besucht hat, auf ihrem letzten Weg, 24 Stunden vor ihrem Tod, 48 Stunden vor ihrem Tod, Leute, die nicht gläubig waren und dann auf einmal nicht mehr wussten, weiter und gesagt, jetzt rufen wir mal den Radikalen. Habe ich häufig gehört. Wirklich Leute, da bin ich hingekommen, die haben mich gerufen und gesagt, ich habe sie kommen lassen, weil sie mir die Wahrheit sagen. Die waren nicht gläubig, aber aus irgendeinem Grund haben sie den Eindruck, ich würde sie auch da nicht belügen. Ich würde da nicht irgendwas rumsabbeln, was viele Krankenhausseelsorger so machen, hier so leere Worthülsen halt nicht, und die dann fragen. Und dann spürst du die Angst bei diesen Leuten. Die wollen nicht sterben und die klammern sich an Hoffnung. Und dann fragen sie sich, dieses Salbungsgebet, was sie wohl in ihrer Gemeinde anbieten, können sie mir das auch geben? Weil die Ärzte haben sie austherapiert, nicht? Und sie wollen aber gerne noch 5 oder 10 Jährchen länger, nicht? Auf dieser buckligen Welt, weil sie ja nichts anderes haben. Und da haben sie alle Angst. Die wollen nicht sterben. Die haben Angst, sind auf der Flucht vor dem Tod. Der Weltmensch hat immer Angst. Angst, sein Geld zu verlieren. Angst, nicht genügend geliebt zu werden halt. Angst, nicht genügend soziale Anerkennung zu bekommen. Angst, dass die Rente nicht reicht. Angst, dass ich schwer erkranke. Und vor allen Dingen die eine finale Angst. Angst zu sterben. Mit dem Tod wird der Weltmensch nicht fertig. Der läuft weg, wenn die streifenden Scham da kommen. Die streifenden Scham des Bankrottes. Die streifenden Scham der Krebserkrankung. Hab eine Frau besucht. Hatte mich die Tochter gebeten, die Mutter zu besuchen, und die war krebskrank, und zwar final. Da war klar, da ist nichts mehr viel zu machen. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, und ich spreche das dann auch aus, ihr Krebs. Und dann sagt die so, Herr Latzel, bitte sagen Sie dieses Wort nicht. Ich sage, was? Ich dachte erst, sie wollte, dass ich das Wort Jesus nicht sage. Das Wort Krebs. Ich sage, aber Sie haben doch Krebs, ja, aber ich kann das nicht ertragen. Die konnte das Wort nicht hören, die war voll mit Metastasen, aber konnte es immer noch nicht annehmen. Von sich weg, Flucht vor dem Tod. Das könnt ihr in vielen Bereichen unserer Gesellschaft erleben. Ich habe das eben, Lutz hat ja gefragt nach Beerdigung. Da sagen mir Leute knallhart, Herr Latzel, dann frage ich so bei einem Trauergespräch, wie soll es denn werden? Dann sagen die, Herr Latzel, können Sie machen im Friedefalle, wie Sie wollen. Wir werden nicht da sein. Ich sage, wieso das denn nicht? Wir werden damit nicht fertig. Wir wollen die Mutter so in Erinnerung behalten, wie sie war. Den Anblick der Urne oder den Anblick der Sarg ertragen wir nicht. Dann machst du eine Beerdigung ohne die Angehörigen, obwohl sonst alles in Ordnung war. Also jetzt nicht irgendwie Erbstreitigkeiten oder sonst irgendetwas halt nicht. Halten die nicht aus. Oder Leute, ganz häufig habe ich das erlebt, als Notfallseelsorger bist du dann ja dabei, wenn dann auch der Notarzt kommt und einen Totenschein ausschreibt und nächstes dann direkt das Rezept, was ausgeschrieben wird, nicht irgendwelche Pharmazeutika für die Witwe halt nicht, das sagen halt nicht, ich gebe ihm was zum Ruhigstellen. Da lebst du das häufig, wenn du so 6, 8 Wochen später nach der Beerdigung dann die besuchst, dann sagen die, Herr Latzel, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an die Beerdigung, ich war wie weggetreten, das siehst du auch, die sitzen dann so, wie so, ja, sediert, nicht, also, weil einfach die Medikamente, die ruhigstellen, die kommen sonst damit nicht klar, dass jetzt was ist, die kommen mit dem Tod nicht klar, der Weltmensch. In unserer Gesellschaft wird der Tod verdrängt. Die Älteren können davon erzählen, wenn früher der Ehemann starb oder die Ehefrau, der wurde in Schwarz gegangen, die Witwen ein ganzes Leben lang. Wenn der Vater starb, ich weiß noch, meine Mutter, die hat 1 Jahr lang Schwarz getragen. Die Bibel sagt uns, dass wir über den Tod nachdenken sollen, lehre uns bedenken, dass wir sterblich sind, auf dass wir klug werden. Wer weiß, dass er stirbt, der weiß, dass er einen Heiland, Jesus Christus braucht, der ihm ewiges Leben gibt. Aber wenn uns diese Welt und der Teufel weghält von dem Gedanken über den Tod, ja, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, dass wir uns mit Jesus beschäftigen halt, nicht? Und er hält uns, der Teufel, in der Beschäftigung, dass wir ja nicht zu hinfinden, wichtig, uns auch mit dem Tod auseinanderzusetzen. Das ist wichtig, Tod gehört zum Leben dazu. So Jesus nicht vorher wiederkommt, da werden wir alle sterben, ist in 100 Jahren keiner mehr von uns da. Dann liegen wir alle am Friedhof und werden von den Maden gefressen. Oder sind schon aufgefressen, die Eltern, da gibt es nur noch so ein bisschen Humus. Das war's dann. Der Tod ist sicher. Der kommt. Aber als Christ muss ich da keine Angst vor haben, weil ich ja weiß, was passiert. Die Menschen, die Jesus nicht haben, die das Wort Gottes ablehnen halt nicht, die sind auf der Flucht, auf dem Tod, wie die Beerdigten hier. Die sehen die Streifschar, oh, die können den Tod bringen, sofort weglaufen, nicht? Wir als Christen können sagen, prima, prima, dass wir sterben müssen, weil Sterben ist unser Gewinn.
Wie können Sie denn sowas sagen, Pastor Latzel? Ja, das sage ich, ich sage die Bibel. Sterben ist unser Gewinn. Also, wenn das stimmt, was hier drin steht, davon bin ich überzeugt, dann ist es so, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, ewiges Leben bekommen. Und in einer Herrlichkeit, die kann ich euch überhaupt gar nicht beschreiben. Meinen Konfirmanden erkläre ich das immer so, ich nehme dann immer ein Glas Wasser mit. Den sage ich, jetzt stellt euch mal vor, das beste Leben, was ihr hier auf Erden haben könntet. Viel Geld, Top-Gesundheit, hübsche Frau oder hübschen Mann, gesunde Kinder, das Top-Leben, 95 Jahre bei bester Gesundheit. Stellt euch das mal vor. Dann sage ich, dieses Leben ist wie dieser Tropfen. Ich habe dann im Wasserglas immer so einen Tropfen. Wie dieser Tropfen Wasser hier. Das ist das Beste, was man sich hier auf der Erde vorstellen kann. Aber das, was uns in der Ewigkeit erwartet, im himmlischen Jerusalem, das ist mehr als alles Wasser aller Ozeane hier auf Erden. Das ist wichtig, dass wir wissen, was passiert, wenn wir sterben. Das ist eine Frage, die stelle ich Leuten immer wieder. Es gibt so drei Fragen, da erwarte ich von denkenden Menschen eine Antwort. Erstens, wo kommst du her? Zweitens, wo gehst du hin? Drittens, was ist der Sinn deines Lebens? Und wo gehst du hin, ist wichtig. Es ist nicht wichtig zu wissen, wo du den nächsten Urlaub verbringst. Nicht? Da beschäftigen sich ja Leute mit, als was ist nicht schlimmer als manche Doktorarbeiten halt. Nicht? Da wird dann geguckt im Internet, nicht? Da fährst du 2 Wochen nach Gran Canaria im Dezember halt nicht und da werden alle Bilder geguckt, da kannst du dich ja beschäftigen, wirklich ein ganzes halbes Jahr lang. Nicht? Da guckst du diesen Videoclip an und alles ist ja Irrsinn heute, was du machen kannst mit den modernen Techniken. Da wissen die Leute manchmal schon mehr, wenn sie angekommen sind, als sie tatsächlich dann auch sehen können. Halt. Da sind die schon komplett einfach gebrieft. Da hat Gran Canaria nichts Neues mehr zu bieten. Aber wenn du sie dann fragst, was machst du eigentlich, wenn heute Abend dein letztes Stündchen geschlagen hat? Wo bist du denn dann? Dann ist häufig die Nulllinie. Und wenn du ein bisschen insistiert, ja, was passiert denn nach dem Tod? Dann kommen auch wieder so Antworten, wo du sagst, das kann doch nicht von intelligenten Menschen gesagt werden. Also dann kommen dann so Aussagen nach dem Motto, ja, wenn ich sterbe, dann werde ich von Petrus vor der Himmelstür stehen. Da frage ich, wo hast du das her? Das wird doch in so einem Karnevalsschlager gesungen. Ja, sage ich, im Karnevalsschlager. Aber in der Bibel steht das nicht, das kannst du direkt vergessen. Dann hast du immer wieder die Antwort, dass die Leute sagen, ja, wenn ich sterbe, dann geht mein Leib kaputt, aber meine Seele kommt aus dem Körper und die Seele schwebt dann in so eine andere Sphäre und dann werde ich da in der Seele irgendwie weiterleben. Sage ich, wo hast du das her? Ja, steht in der Bibel. Sage ich, in der Bibel steht das nicht. In der Bibel steht was von einem Leib-Seele-Identität, Einheit, die dort ist halt. Das, was du erzählst, ist dein griechisches Denken halt, nicht, aber hat nichts mit der Bibel zu tun. Andere Leute sagen dann, ja, dann musst du ins Fegefeuer. Also wenn du gestorben bist, musst du ins Fegefeuer und dann wird halt vom lebendigen Gott geguckt, so viel Mist, wie du gebaut hast, so viel 1000 Jahre musst du dann eben in der Hölle schmoren. Und so ein Hitler und so ein Stalin, die sind dann 1 Million Jahre drin, aber ich nur so 43 Tage oder sowas und dann werde ich rausgelassen und dann habe ich Ewigkeit. Sage ich, wo kommt das her? Ja, steht ja auch in der Bibel drin. Sage ich, in meiner Bibel nicht. Hat mir jetzt am Sonntagabend, war glaube ich ein junger Mann geschrieben, halt, als ein Mann geschrieben, ja, so können Sie nicht von Gott sprechen, dass er ein zorniger Gott ist. Da habe ich auch von gesprochen. Ja, dann sage ich, was soll ich denn sonst sagen? Weil Ihnen das nicht gefällt, hat er dann geschrieben, lasse ich das mit dem Zorn Gottes weg. Das steht so in der Bibel. Wer Jesus nicht hat, kommt ins Gericht. Wer Jesus nicht zum Anwalt hat, ich wiederhole dieses Wort nochmal von Corrie ten Boom, wer Jesus nicht zum Anwalt hat, dem begegnet er als Richter. Und das muss ich Leuten sagen. Wenn heute noch Leute unter uns sind heute hier, die noch nicht wiedergeboren sind, die noch nicht glauben, dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist, den sage ich im Namen des lebendigen Gottes, lass dich rufen vom lebendigen Gott, komm zum Glauben an Jesus, auf dass du gerettet wirst, weil sonst wirst du die Ewigkeit in der Hölle verbringen, mit dem Widersacher, der auch in der Hölle gequält wird. In dieser Welt sterben wir nicht nur den biologischen Tod. Der kommt irgendwann. Aber in dem Leben, das wir haben, in 60, 70, 80 oder 90 Jahren, sterben wir viele Tode. Die Bibel spricht davon in einem ganz tollen Kapitel, das ist Prediger 3 halt nicht. Es gibt eine Zeit zum Steine sammeln, zum Steine wegwerfen, eine Zeit zum Lachen, zum Weinen. Da berichtet sie in ganz tollen Bildern, dass es alles hier auf Erden zu Ende geht und dass du viele verschiedene Tode stirbst. Ich spreche immer dann von den Endgültigkeitserfahrungen, die wir machen. Das sind so Todeserfahrungen. Es gibt so körperliche Endgültigkeitserfahrungen. Da bist du mit 25 noch der Held, der Fußballspieler. Irgendwann mit 40 ist alles Gitter kaputt, da kannst du mehr Fußball spielen, dann wird es weniger. Mit 60 kriegst du Prostata-Operation halt nicht, da bist du als Mann undicht unten halt, da musst du eine Windel tragen halt nicht. Und mit 80, da sitzt du im Rollstuhl, kannst nicht mal allein auf Toilette gehen halt nicht. Das sind Endgültigkeitserfahrungen, die fangen nicht erst mit 80 an, die gehen schon vorher los.
Und das ist für viele ganz, ganz schlimm. Es gibt nicht nur körperliche Endgültigkeitserfahrungen, es gibt auch berufliche Endgültigkeitserfahrungen. Da warst du 20 Jahre der Held in deiner Firma, auf einmal macht die Bankrott, dann stehst du da, bist arbeitslos, keiner will dich mehr haben. Da stößt du in ein tiefes Loch. Ich kannte einen Direktor vom Gymnasium. Der war der Mann, richtig streng, dann wurde er pensioniert, ein halbes Jahr später ist er noch einmal im Lehrerzimmer gewesen, da wollte kein Mensch mehr was von ihm wissen halt, nicht? Da war er nur noch Pensionär, der den Staubsauger von seiner Frau durchs Wohnzimmer geschoben hat, das war's halt, nicht? Tiefe Krise, tiefe Depression, so ein Tod, ich wurde nicht mehr gebraucht, ich wurde nicht mehr gefragt. So eine berufliche Endgültigkeitserfahrung. Gibt soziale Endgültigkeitserfahrung, nicht? Da stirbt ein lieber Mensch, jetzt bin ich auf einmal Witwe oder Witwer. Da stirbt mein Kind vielleicht, ich bin nicht mehr Mutter. Oder meine Ehe geht kaputt, alles zu Ende, ist nichts mehr zu kitten, ist nichts mehr zu machen. Und dann stehst du da kraftlos. Ich sage nochmal, es gibt viele Tode in dieser Welt, die wir sterben. Manchmal ist der biologisch nicht mal der schlimmste. Das sind Menschen, die haben so viel Leid erlitten in ihrem Leben, so viel Endgültigkeitserfahrung, so viel Tode gestorben halt nicht, dass sie schon warten auf den Tod. Aber nicht, weil sie wissen, dass ins himmlische Jerusalem kommt, sondern weil dieses Leben so ein Elend ist mit all der Angst, mit all der Verzweiflung halt nicht. Und weil sie Jesus nicht haben. Aber das ist der große Vorteil. Auch wir Christen müssen in Endgültigkeitserfahrung. Auch wir werden krank. Auch wir müssen vielleicht die Prostata-Operation erleben halt und sind nicht mehr dicht unten halt, nicht? Auch wir kriegen Krebs. Auch wir müssen durch schwere Täler. Aber wir sind nie allein. Wir haben den Herrn bei uns, der uns immer wieder neue Kraft gibt. Und wenn wir in Berührung mit dem kommen, wenn wir den berühren, so wie hier der zu Beerdigende halt, der kommt in Kontakt mit dem Wort Gottes halt, nicht? Wenn wir da in Kontakt kommen halt, nicht, dann kriegen wir neue Kraft, dann werden wir wieder neu auf die Beine gestellt. Und dann fragen wir uns ja, wie kommen wir denn in Kontakt mit diesem Jesus halt, nicht? Der hatte ja Glück gehabt, nicht? Da war ja der Bote Gottes, nicht? Jetzt soll keiner, wenn der Theo eines Tages tot ist, hier den ausputten und dann auf die Gebeine schmeißen. Das wäre lieb für den Kult, wie es in der katholischen Kirche gewesen ist. Das ist ja, wir haben auch Jesus nicht mehr leiblich hier. Wir haben das hier, deshalb spreche ich vom Transporteur. Wir brauchen keine Transporteure des Wortes Gottes mehr selber. Um mit Jesus in Kontakt zu kommen halt, nicht? Da haben wir das Wort Gottes selber und da können wir allen Trost rausholen. Gestern ist ein Bruder hier gewesen. Den habt ihr vielleicht gesehen, der saß auch im Rollstuhl. Den habe ich umarmt. Das ist der Jens Zierold, der ist aus dem Mülsengrund. Der war da vom ganzen Bezirk Gemeinschaftsleiter. Und als ich das erste Mal da oben war, habe da im Ortmannsdorf evangelisiert. Da weiß ich noch, wie der da in die Küche kam bei Bayers. Das sind ganz fromme Leute da oben. Und das war ein richtiger Kerl, so stark. Und dann hatten mir Leute schon gesagt, der ist schwer erkrankt halt nicht. Und jetzt, ich hatte ihn schon ein paar Mal noch auch besucht. Jetzt habe ich ihn heute gestern gesehen, da saß er im Rollstuhl. Abgemagert, kleines Kerlchen halt nicht. Und hat er gesagt, ist manches schwierig, sagt der Olli, aber der Heiland ist da. Und hat er gestern gesagt, ich weiß nicht, wie Menschen das durchstehen wollen, wenn sie Jesus nicht haben. Das weiß ich auch nicht. Wie wollen Menschen leben mit all ihren Endgültigkeitserfahrungen, mit all den Dingen, die sie durchmachen, ohne Jesus? Das ist so traurig, auch bei der Notfallseelsorge, die ich lange gemacht habe. Da kommst du an Leute ran, die haben nichts, da ist nur noch das Elend. Und sie haben leider Jesus nicht. Und ich erlebe es andersrum. Da sind Menschen, die müssen durch schwere Zeiten durchhalten. Nicht? Und das ist schwer und die weinen. Aber da ist jemand, der ihnen Kraft gibt. Jesus Christus. Und wenn ihr auch Todeserfahrungen macht, wenn bei euch keine Kraft mehr, kein Leben mehr ist, dann müsst ihr in Berührung mit Jesus, so wie hier der Beerdigung, da kriegt ihr neue Kraft. Und die kriegt ihr, wenn ihr in die Schrift geht. Deshalb bin ich da so fast fanatisch hinterher zu sagen, lest in der Bibel, jeden Tag, immer wieder. Zieht euch richtig rein. Und wenn euch das Wort Gottes füllt, dann füllt euch der lebendige Gott, weil eben Gott, weil Jesus die Bibel ist. Und das ist das Wunderbare, dass man dann neue Kraft bekommt. Die auf den Herrn harren, heißt es in Jesaja 40, die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das dürfen wir wissen für die Todeserfahrung, für all die Endgültigkeitserfahrungen, die wir in dieser Welt machen. Egal was da kommt, für uns geht es immer wieder weiter, weil Jesus uns Kraft schenkt. Und das Wunderbare ist, dass er uns nicht nur hier in dieser Welt auf die Füße stellt, sondern wenn eines Tages die ultimative, finale Endgültigkeitserfahrung kommt, nämlich dass hier, bam, kein Kardiologe mehr was machen kann, das Ding hier hört auf zu wummern in meiner Brust und ich tot bin, dann kommt die finale, ultimative Hilfe. So wie wir es im ersten Punkt gesagt haben, dann hörst du, wenn du Jesus nachfolgst, sofort die Stimme des Heilandes und er sagt, komm zu mir, mein Kind, du hast an mich geglaubt und du hast jetzt Wohnstätte im himmlischen Jerusalem.
Halleluja, was haben wir einen Gott, wunderbar, der uns neues Leben gibt, immer wieder neu. Sei es bei den Endgültigkeitserfahrungen in dieser Welt, aber eben auch für die Endgültigkeitserfahrung, die wir eines Tages final machen müssen. Halt nicht. Das dürfen wir sehen einfach. Und da müssen wir uns nur in Jesus für gründen. Das ist das, was wir hier lernen an dieser Geschichte, dass es Menschen gibt, die ohne Gott leben, ohne Gottes Wort. Im alten Bund haben sie ohne die Zusagen Gottes gelebt. Und da haben sie Angst vor der Streifscharen, vor den Menschen, die da kommen. Und so geht es Menschen ohne Jesus. Wenn du ohne Jesus bist, dann wirst du dir immer wieder in die Hosen machen vor dem Tod. Da hast du Angst vor deinem eigenen Sterben, da hast du Angst vor all dem, was in dieser Welt passieren kann, da führst du ein Leben in Angst. Der häufigste Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich in dieser Welt nicht weglaufen muss vom Tod, sondern dass ich weiß, jetzt spreche ich wieder von der Heilsgewissheit, dass ich hundertprozentig weiß, was passiert, wenn ich sterbe, dass ich beim Heiland bin im himmlischen Jerusalem, dass er Wohnstätte für mich bereithält. Da freue ich mich drauf. Wenn ich immer drüber nachdenke, dann ist der Heilige Geist da, der macht das immer größer zu sagen, Halleluja. Dann darf ich trotzdem noch dieses Leben genießen, aber da genieße ich es jetzt in einer ganz anderen Weise. Da kann ich sagen, schön, was ich hier noch mitnehmen kann, aber ich bin auch froh, wenn der Herr mich heimholt. Wirklich, freue ich mich drauf, obwohl ich ein tolles Leben habe. Ich muss nicht sein wie die Beerdigten hier, die weglaufen, sobald da am Horizont nicht die erste Streifschar auftaucht, nicht, sondern ich kann dem standhalten, ich muss vor dem Tod nicht fliehen. Und ich hoffe, dass ihr nicht seid wie die Beerdigenden. Sobald da irgendwie der Arzt irgendwie rumkommt und hat er die falsche Meldung für euch halt nicht oder irgendwelche Dinge in eurem Leben passieren, die nicht so passen, dass sofort in Angst und Schrecken verfallt, sondern dass ihr einfach stehen bleiben könnt, weil ihr nicht auf der Flucht seid, sondern weil ihr einen lebendigen Gott habt, der euch hilft. Wir wollen heute lernen an Elisa, immer wieder treu an das Werk von unserem Herrn und Heiland zu gehen. Und viele, weiß ich, die sind lasch geworden in dem, was es gilt zu tun. Für die Kinder und für die Enkelkinder zu beten und die anzusprechen. Und ich habe schon so häufig getan und es bringt ja nichts. Sich einzusetzen, für den Nachbarn zu beten, etwas zu tun, es bringt ja nichts. Ich bin schon 20 Jahre dabei, es bringt ja nichts. Bitte glaubt mir eins. Die Dinge, die ihr im Herrn tut, die hören nicht auf, wenn ihr die Augen zumacht, sondern die gehen weiter. Das sind Dinge, die haben Ewigkeitswerte. Und es gibt so viele tolle Geschichten, nicht nur hier, wo da ein Mensch mit dem Elisa zusammenkommt und da kriegt er neue Kraft, sondern der wirkt über den Tod hinaus, wo ganz viele Menschen über den Tod hinaus wirken mit dem, was sie im Herrn getan hat. Das, was du irdisch tust, das kannst du irgendwann vergessen, das ist irgendwann vergessen, da gibt es so ein Bildchen von dir, da weiß keiner mehr, wer du gewesen bist. Aber was du im Herrn tust, da wirkst du über das hinaus, was in dieser Welt ist. Und das möchte ich euch sagen vor eurem Gebetsdienst, vor euren Einsatz. Ihr wirkt über den Tod hinaus, wenn ihr Dinge in Jesus Christus tut. Ihr werdet vielleicht eines Tages in der Ewigkeit erkennen, in 1. Korinther 13 heißt es ja, dass wir dann erkannt werden, wie wir erkannt sind, wer für euch schon alles gebetet hatte, damit ihr zum Glauben kommt. Und da werden einige erkennen, da haben Menschen für mich gebetet, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Da hat irgendein Urgroßvater, der gläubig war, schon die Hände gefaltet für die Kinder, für die Enkelkinder, die Urenkel. Es gibt Dinge, die laufen über den Tod hinaus. Ich habe letztes Jahr eine Frau beerdigt, eine ganz treue Schwester bei uns in der Gemeinde. Die hat mit 15 Jahren ihren Mann kennengelernt in der Grundschule. Die waren fast 50 Jahre verheiratet. Die hat immer nur positiv über den Mann gesprochen. Ganz hervorragender Ehemann. Der hatte nur einen Fehler, der war nicht gläubig. Die war schon als kleines Kind zum Glauben gekommen in der Familie. Gläubig. Und hat sie immer versucht, den zu ziehen. Die haben geheiratet, sie war sehr jung. Kind gekriegt, Familie gegründet, die ist jeden Sonntag in die Gemeinde gekommen, hat bei uns in der Diakonie mitgearbeitet, Gefängnisseelsorge, eine brennende Christin, aber ihr Mann nicht beim Herrn. Aus der Kirche draußen, nicht bei uns in der Gemeinde, nicht mitgekommen, nix. Der hat immer wieder gezogen, nichts. Sie ist jeden Sonntag gekommen mit ihrem Sohn, er nicht. Dann hat diese Frau im letzten Jahr einen Schlaganfall bekommen, Hirnschlag, und lag auf der Intensivstation. Und ich habe, das muss ich dazu sagen, mit dieser Frau für ihren Mann gebetet, die hat immer wieder die Hände für ihn gefaltet. So, keine Regung, nichts. Über 5 Jahrzehnte nichts bewegt. Jetzt liegt die Frau auf der Intensivstation, die Ärzte haben gesagt, ist nichts mehr, wir müssen die Maschinen abschalten. Da sagt der Mann, dem sie das sagen, das entscheide nicht ich, da muss erst der Pastor Latzel dazu. Komme ich dazu, die sagen mir das, ich sage, ich kann ihnen das nicht sagen, aber wenn es meine Frau wäre, würde ich das abschalten lassen. Dann sagt der, das machen wir dann, aber erst, wenn ich in die Gemeinde eingetreten bin. Ich sage, was? Meine Frau stirbt nicht, sagt er, bevor ich in die Gemeinde eingetreten bin. Ich sage, können wir, nein, müssen wir jetzt machen. Ich fahre, hole ein Eintrittsformular, der füllt das Formular aus, dann stellen die Maschine ab. Seitdem kommt er sonntags zum Gottesdienst.
Die Frau ist eine Ewigkeit, die hat Jahrzehnte die Hände gefaltet, keine Regung, die ist noch nicht ganz von dieser Welt. Hier irdisch hat sie es vermutlich nicht mitgekriegt. Da macht der Herr was. Da kommt jetzt immer wieder zu mir, sagt, die Predigt war aber für mich, ne? Die war doch für mich, oder? Also der ist noch nicht richtig gepackt, aber das ist Wahnsinn, wie Gott wirkt über den Tod hinaus mit Gebeten. Das hört nicht auf, das soll sagen. Und gerade wenn nach Beerdigung gefragt worden, ich habe Dinge bei Beerdigung erlebt. Wirklich sind Leute gekommen, die haben gesagt, Olli, die wussten, die gehen in den Tod, meine Kinder sind nicht beim Herrn. Und bei der Beerdigung, da machst du keinen Schmus über meine Person, da knallst du denen aber so richtig das Evangelium vor, nicht? Und dann sprichst du jeden persönlich an, in meinem Namen, und dann nimmst du die dir vor. Kann ich mich darauf verlassen? Sag ich, kein Problem. Wenn du das willst. Das sind Beerdigungen, die sind schon tot. Und dann sprichst du mit der Versammlung und sagst so, und euer Vater ist tot und er war vor 6 Wochen bei mir. Und dann hat er gesagt, dass ich mit euch 3 sprechen will. Und jetzt spreche ich dich an, Katrin und Emil und wie sie dann heißen. Und ich möchte es euch nochmal sagen, nicht im Auftrag des lebendigen Gottes, sondern euer Vater als letzten Wunsch. Ihr müsst eines Tages bei ihm in der Ewigkeit sein. Ihr glaubt gar nicht, was das zum Teil reinhaut. Bekehrung, noch bevor wir den Sarg runtergelassen haben, in der Friedhofshalle halt. Nicht zu sagen, Wirkung über den Tod hinaus. Und bitte, da möchte ich euch Mut machen. Wenn ihr Dinge im Herrn tut, dann glaubt nicht, dass es vergeblich ist. Ihr werdet vielleicht nicht das Ergebnis sehen, aber das ist auch nicht schlimm. Aber das, was wir im Herrn tun, ist nicht vergeblich. Manchen Dienst, den wir tun, ich sage das auch in aller Härte, der ist zur Verstockung der Menschen. Jesaja kriegt den Auftrag zu predigen, damit sie nicht glauben. Also er hat keine Erweckung gehabt, keine vollen Säle, die er gehabt hat, sondern das war zur Verstockung, dass eines Tages im Gericht der Herr sagen kann, und ich habe euch den Propheten und ihr habt nicht. Das wissen wir nicht. Aber wir sind nicht für die Ergebnisse verantwortlich, wir sind dafür verantwortlich, dass wir den Auftrag des Heilandes auftragsgemäß vollziehen. Ich sage das immer wieder, das ist auch so einer Standardsprüche, wir arbeiten nicht ergebnisorientiert, sondern auftragsorientiert halt nicht. Und das dürfen wir wissen, wenn wir den Auftrag wirklich so tun, wie der Heiland das sagt, dann ist unsere Arbeit nicht vergeblich. Und dann wird es ganz häufig sein, dass das, was ihr tut, dass das, was ihr investiert ins Reich Gottes, gerade mit euren Gebeten, dass das bleiben wird. Gebete, das heißt es in Offenbarung, ist ein tolles Bild, nicht? Dass vor dem Thron Gottes die Schalen sind, wo die Gebete der Heiligen gesammelt werden. Die gehen da nicht verloren, nicht so wie bei mir am Schreibtisch. Da muss immer meine Frau oder meine Sekretärin aufräumen. Da geht schon mal was verloren. Aber die Gebete der Heiligen bleiben und die gehen weiter. Und wir haben ein Problem in Deutschland. In Deutschland wird zu wenig gebetet. Da wird zu wenig gebetet. Wir sind sehr gebetsschwach geworden. Wenn ich in die Gemeinden komme und frage, was ist mit einem Gebetskreis, haben wir nicht mehr. Haben wir aufgelöst halt nicht. Ich möchte euch Mut machen, auch wenn ihr keinen Gebetskreis habt, seid treue Beter. Betet, was das Zeug hält, gerade auch um Erweckung. Betet für eure Kinder, für die Enkelkinder, für eure Ehepartner, für eure Nachbarn halt nicht, für euren Vorgesetzten, wer auch immer noch nicht beim Glauben ist. Betet, was das Zeug hält. Und auch wenn ihr es nicht erlebt, diese Arbeit ist nicht vergeblich, weil sie in dem Herrn geschieht hat. Und das ist das Wunderbare, dass wir wirken, selbst wenn wir gestorben sind, weil wir Teil an einer viel größeren Sache haben, am Wort Gottes. Und wenn wir auf Geheiß des Wortes Gottes hingehen, für Menschen beten, das Evangelium weitergehen, dann ist das nicht zu ändern. Das ist was ganz Großartiges, das zu wissen, dass wenn wir im Reich Gottes mitarbeiten, dass wir leben, wie das Wort uns das sagt, dass wir an etwas viel Größerem beteiligt sind. Und das wollen wir an Elisa merken. Der war auch schon tot und trotzdem hat er weitergewirkt halt. Nicht nur, dass dieser zu beerdigen, der lebendig wurde. Nein, wir gucken auf Elisa, den Mann Gottes halt, und 3000 Jahre später in Chemnitz können wir von dieser Person etwas lernen. Und wir sind nicht so große Gestalten wie der Elisa, aber auch wir, wenn wir im Herrn arbeiten, dann ist unsere Arbeit nicht vergeblich. Und damit möchte ich dieses Bibelseminar über Elisa schließen. Noch einmal mit diesen Worten, mit diesem Appell aus 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, seid unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.